Der ÖPNV soll künftig noch attraktiver für Arbeitnehmer werden. Mit Einführung des Deutschlandtickets bringt der HVV deswegen ab Mai das Klimaticket auf den Weg. Davon soll jeder Arbeitnehmer profitieren. Mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit. Für Hunderttausende Hamburgerinnen und Hamburger ist das bereits Alltag. Mit dem Profiticket des HVV können Arbeitgeber den monatlichen Fahrschein ihrer Mitarbeiter unterstützen. Durch das im Mai startende Deutschlandticket sinken auch die Preise. Verpflichtend ist das Angebot für Arbeitnehmer jedoch nicht. Zusätzlich bringt der HVV nun ein neues Klimaticket auf den Weg. Dieses Angebot bezieht sich auf die komplette Belegschaft. Alle machen mit, der Arbeitgeber zahlt 12,25 Euro pro Mitarbeitenden und der Mitarbeitende kann entscheiden, nimmt er dafür das Deutschlandticket und fährt bundesweit, trägt den restlichen Zuschuss von 34,30 selber oder sagt dann, nee, ich möchte das mal ausprobieren, mal gucken, wie das funktioniert und bekommt dafür 3 gratis Tageskarten im gesamten HVV-Netz. Und so funktioniert es. Für die XL-Variante inklusive Deutschlandticket zahlen Arbeitgeber einen Mindestzuschuss von 12,25 Euro. Gepaart mit einem Verbundrabatt bleiben monatlich maximal 34,40 Euro, die vom Arbeitnehmer zu zahlen sind. Wer das nicht möchte, erhält ohne Zuzahlung monatlich 3 Tageskarten zur freien Verfügung. Wir haben einen guten ÖPNV in Hamburg. Alle Leute fühlen sich darin wohl. Es ist aber so, dass es doch die ein oder andere Hürde gibt und Menschen vielleicht sagen, okay, wie komme ich an das Ticket, wie komme ich in Bus und Bahn? Und das Klimaticket sorgt dafür, sie haben einfach ein Ticket. Sie haben mindestens 3 Tageskarten, die für das gesamte HVV-Gebiet gültig sind. Sie müssen es auch nicht zur Arbeit verfahren. Sie können damit auch in ihrer Freizeit fahren. Und es ist quasi so eine Art Schnupper-Abo. Schnuppern Sie mal rein und lernen Sie uns kennen. Es ist so, dass wir, glaube ich, einen guten Service, eine gute Performance bieten. Und dann hoffen wir, Sie auch dauerhaft als ein Deutschland-Ticket-Kunden gewinnen zu können. Airbus, Stromnetz Hamburg und die Stadtreinigung sind bereits als Pilotunternehmen dabei. Allein dadurch könnten über 12.000 neue Fahrgäste gewonnen werden. Die Entscheidung zur Teilnahme fiel Airbus, Hamburgs größtem Arbeitgeber, leicht. Wir möchten möglichst alle unsere Beschäftigten an der Mobilitätswende beteiligen und für dieses Klimaticket begeistern und vielleicht reinschnuppern lassen, wenn sie noch nicht so überzeugt sind, dass die ÖPNV-Verkehrsmittel einfach ein toller Weg zur Arbeit sind. Ab dem 1. Mai soll das Klimaticket in beiden Varianten dann vorerst jedem Unternehmen ab 100 Mitarbeitern zur Verfügung stehen.